Und willkommen zurück zu Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis. Nach vorne! Wollte ich nicht hin. Oh, jetzt aber. Ey! Oh, das ist aber jetzt... Das ist nicht besonders schwer, wenn man ja sofort findet, aber es ist, die Steuerung ist ein bisschen kompliziert. Amazing. Ja. Hundreds of feet below sea level, yet there's enough air pressure to keep the water out. How is it possible? Das weiß ich nicht. Welcome to Atlantis, Indy. Ja. River Holzding? Sollte speichern, eigentlich. It feels like a ladder. Ich speichere kurz mal. Ist das schön? Und zwar, nämlich, auf einem anderen Spielstand. Denn... Ja, wie ihr vielleicht gehört habt, wir sind in Atlantis. Das ist Atlantis. Und hier ist auch die Reihe Wege, die man aussuchen kann. Team, Rätsel und Action. Die führen sich alle hier zusammen. Das heißt, nimm weiter. Das heißt, Leiter. Get your hands off me, Jones. Jones? Hey, you're not Jones. Oh. Help, Indy. Indy. Sophia? Ist gut. Oh, Moment mal. I have three beads. Was brauch ich? So, die Leiter steht da schon. Okay. It feels like a stone box. That doesn't seem to work. It feels like a statue. So, ich habe gespeichert. I don't think that'll work. Ja, wo ist denn das? Also, ich muss nehmen. I can't pick that up. Ist das hier am Eingang? Jetzt wahnsinnig geworden. Ja. Hey, ich muss doch hier, muss ich doch. Da muss ich nicht. Thank you.
Jetzt weiß ich's. Ah. Okay. Nochmal, aber mittlerweile ist es ja ziemlich hell hier. Halt nicht schlecht gemacht, dass man halt, solange man im Dunkeln ist, desto besser sieht. Nimm Metallstab. Jetzt aber. I have three beads. So, Orikal kommt mit. I don't think that'll work. Mit Karte. Ich wollte den Pfeil benutzen. Sophia, where are you? Kerner must have grabbed her somehow. Ja. So. Wir gucken uns nochmal Platos verlorenen Dialog an. So. Morgenlicht, die Hörner badeten, die Sonne über den Vollmond ritt und die Dunkelheit die Stadt beherrschte. Nur die Andersgesinnten kamen rein. Okay. Das heißt. Zur Achse? Ach nee, warte. Alle unsere Steine da drauf legen. Dann die Andersgesinnten kommen rein. Nutze. So, und zwar. Aufgehende Sonne hatten wir bislang immer auf den Hörnern. Wir machen das Gegenteil. Ich glaube aber, der Rest ist gleich. The mouth of the statue opened. Ja. So, Kalkum. Kann man hier rein? Und dann sind wir hier. Gehen wir mal kurz in die Luftschleuse. Denn jetzt wird gespeichert. Jetzt wird gespeichert. Erstens. Das ist nämlich eine der Stellen, wo Indy nicht sofort die Steinscheiben mitnimmt. Die müssen wir nämlich mitnehmen. Nimm. So, jetzt gehen wir rein. Jetzt sind wir hier. Ja, wir sind in Atlantis und hier gibt es verschiedene Sachen. Ist hier irgendetwas? Scheint nicht so. Geht zur Halle. Okay. Ach ja. Ich hab was vergessen. Nimm Leiter. Wir brauchen die Leiter auch nochmal. Deswegen, wäre halt wichtig. Okay. So, ich muss jetzt einmal kurz gucken. So, wir fangen unten an. So, wir müssen nämlich bestimmte Räume finden. Und ja. Hier scheint es nicht zu geben. Benutze Gitter. I don't think that'll work. Öffne Gitter. Benutze. I don't think that'll work. Hier, achso. Ah. Genau! Ah, perfekt! Das ist sogar der Raum, in dem ich zuerst reingehen wollte. Und nicht raus. Schön, dass das der erste Raum ist, den ich betrete. Kurze Anmerkung: Die sind nicht. Die sind auch alle zufällig. Die werden immer zufällig, je nach deinem Spielstand verteilt. Deswegen wirklich reines Glück, dass ich den gerade gefunden habe. Schauen wir mal die Roboterteile an. Die Atlanteans wouldn't be such slobs. Ja. Hier zur Tür. Wo kommen die hier raus?
Nein, den Raum. Okay. Wir müssen aber trotzdem irgendwie alle Räume durchsuchen, das heißt, wir können wieder zurückgehen. Sonst, Verwirrung. Okay. Ich gehe nach der Komplettlösung die Räume ab. Denn man kann ja auch ganz schön viel Mist bauen. Und es ist da besser, wenn ich mich daran halte. Weil, wie gesagt, Tod ist nah. Öffnen wir auch hier das Gitter. Ah, perfekt! Was ist das? Ja, das ist, den Raum muss ich rein. Das ist jetzt... Ich glaube, man findet auch momentan nicht so viel. Ich speichere trotzdem nochmal. Um sicher zu gehen, speichere ich. Denn wir können... I already have it. Benutze eure Kalkon mit Wächterstatue. So. Da müssen wir uns später nicht mit der Wache anlegen. Weil das hätten wir auch machen können. Wie gesagt, alle Wege treffen sich halt hier. Das heißt, hier können wir auch kämpfen. Wenn es im Team- und Rätselweg sehr selten ist, dass man kämpft, kann man es hier tatsächlich sehr oft tun. Oh, ja, 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 ja. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Nehmen wir mal hier in den Raum. Oh, ich gucke, in welchen Raum ich als nächstes muss. In diesem nicht. Dieser nicht, aber der ist wichtig. Aber hier können wir noch nichts machen. Die Wache. Ja, wenn die Wachen uns sehen, verfolgen sie uns. Das ist auch nicht der Raum, zu dem ich wollte. Das ist jetzt blöd. Ist gut. So, das ist auch nicht der Raum, zu dem ich wollte. So. Ab und zu kann es vielleicht auch sein, dass hier kein Soldat spawnt. Das ist halt auch nicht schlimm. Ich weiß, wohin das führt, und das ist auch noch wichtig. Das muss ich mir merken. Ah, ne. Hierhin, das ist nicht wichtig. Hier hätte ich übrigens mit Sophia reden können. Sophia? Well? Mich vermisst? Did you miss me? Put it this way, even your company beats this cell. Ja, das ist da etwas, ne? Are you all right? Ja, das werden wir auch bald machen. Sit tight. Don't leave me here, Indy. Doch, müssen wir leider. Ja, hallo? Also, da. Bei einem zum Tunnel gehen, Dings. Immer noch nicht den Raum gefunden, den ich haben möchte. Laufen wir außenrum entlang. Weil außenrum müssen wir auch noch an Stellen hinkommen, das weiß ich. Das ist nicht so schlimm, wenn ich die vorwegnehme. Das ist dann halt nur blöd. Zum Beispiel hier. In die Räume. Die beiden. In die kommt man nur durch ein Gitter. Und einer der wichtigen Räume spawnt immer hier. Muss ich auch noch nicht. Hier muss ich später hin. Das ist einer der Räume. Blöd sind. Weil der Soldat blind spawnt und jetzt gar nicht gespawnt ist. Das ist gut. Ich bin in den Raum. Hier war ich schon. Ach, es ist. Schau mal einer. Schau. Oder guck. So.
So, gehen wir noch in den einen Raum rein und dann beenden wir die Folge. Aber nicht der Raum, zu dem ich wollte. Öffnen wir nochmal das Gitter. Weil, wie gesagt, ich muss da durchgehen, weil es kann auch sein, dass der Raum, zu dem ich muss, so ein Gitter ist. Eigentlich nichts durch eine Tür, aber es kann sein, dass es halt unten in dem Bereich ist und da muss ich zuerst durch ein Gitter und dann durch eine Tür. Gut, lade ich hier nochmal da rein. Und zwar beende ich hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.